Ja, wer beginnt? Okay, fange ich erstmal an. Hi, ich bin Andi. Ich bin Art Director bei The District und ich kenne Lukas tatsächlich über meine Freundin. Ich bin Lukas. Ich arbeite in der Modebranche und wir kennen uns jetzt auch schon seit über 2 Jahren und sind auch echt gute Freunde geworden. Was denkt ihr, wie gut kennt ihr euch? Auf einer Skala von 1 bis 10? Ich würde schon sagen, so eine 8. Hätte ich auch gesagt. Okay. Nice. Und wieso seid ihr hier? Wir wollen heute ein bisschen aufklären und die Aufmerksamkeit auf sexuelle Gewalt und sexuelle Übergriffe lenken. Okay, erste Frage an Andi über Lukas. Es ist spät abends am Wochenende und Lukas geht alleine im Dunkeln nach Hause. Welche Vorkehrungen trifft er wohl? Also er wird sich erstmal wahrscheinlich anziehen, soweit es geht, und Kapuze auf und Jacke zu, die Tasche eng, die Hände in die Taschen und wahrscheinlich im zielgerichtetsten Gang nach Hause. Trifft schon mal ganz gut zu, was irgendwie so das Äußere betrifft. Was mir immer so durch den Kopf geht, dass ich für mein Auftreten, und damit meine ich mein Gang unter anderem, negativ angesprochen oder angepöbelt wurde. Und das ist tatsächlich eine der Sachen, die mir bis heute noch nachhängt, dass wenn ich nach Hause gehe, dass ich schaue, dass mein Walk nicht so gay ist, dass ich nicht so, mich nicht so extrovertiert bewege, wie ich mich sonst im Alltag bewege, um halt weniger Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Zumindest bin ich in dem Glauben, dass ich das so ein bisschen vermeiden kann, dass ich raussteche und Leute auf mich auch aufmerksam werden könnten, weil ich anders bin als andere. Krass, ja. Also ich meine, ich möchte mich überhaupt nicht verstecken, aber wenn ich halt die Wahl habe, irgendwie abends zwischen einer Konfrontation oder halt dieser Konfrontation damit aus dem Weg zu gehen oder zumindest im Glauben zu sein und mich dadurch sicherer fühle, mache ich das so, dass ich mich da tatsächlich so ein bisschen zurücknehme. Andi, glaubst du, dass Sexismus und sexistische Übergriffe die Art und Weise, wie Lukas sich kleidet, beeinflussen? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich habe natürlich schon mit vielen Frauen zu dem Thema gesprochen, aber ich kenne dann im Endeffekt, obwohl wir uns auch so gut kennen, dann doch verhältnismäßig wenig Erfahrungswerte bezüglich sexueller Gewalt, sexueller Übergriffe halt unter Homosexuellen und vor allem auch unter Männern. Ich kann mir schon vorstellen, dass es definitiv einen Unterschied macht. Allerdings nicht ausmalen, inwieweit das Ganze dann wirklich reicht. Es gibt auch einfach Teile in der LGBTQIA+-Community, in der Sex total normalisiert ist, und das ist ja auch per se nichts Schlechtes, aber auch halt die Sexualisierung vom Körper, wo es vollkommen normal ist, dass wenn man irgendwie durch den Club geht, dass wir irgendwie so 3 Leute an den Arsch fassen und du weißt ja halt doch einfach nicht so, wer war das. Das ist einfach so ein Eingriff in meine persönliche Sexualität und ich möchte auch einfach nicht von irgendjemandem ohne mein Einverständnis angefasst werden. Du kannst mit mir in den Dialog gehen und dann sage ich nett nein, aber dieses Ungefragte ist einfach so ein Riesenproblem. Deine Drag-Erfahrung, wie ist es da? Ja, das ist halt, man ist eine andere Person, more or less. Das Make-up macht einen natürlich nochmal selbstbewusster. Man ist, wenn man in den Raum tritt, ist es automatisch einfach so, dass man more or less der Mittelpunkt des Raums ist. Viele sehen das, sie sind dann so ein bisschen ehrfürchtig oder haben auch so ein bisschen Respekt. Andere haben das überhaupt nicht und sehen das gerade als Einladung, dass wenn ich mich irgendwie in Drag sehr freizügig anziehe oder knappe Sachen anhabe, dass das dann tatsächlich wirklich, dass auch ganz oft einfach meine Hand unter den Rock rutscht. Vor allem hast du einen feminineren Außenauftritt und total. Damit geht zwangsweise einher, dass sich irgendjemand anfassen muss. Total. Das verstehe ich halt nicht. Das sind halt tatsächlich auch Parallelen, wenn ich mit Freundinnen spreche, die das genauso erlebt haben. Okay, danke. Nächste Frage. Folgende Situation. Lukas hat die Dinnerparty in der eigenen WG als erstes verlassen und ist schlafen gegangen. Einer der Gäste schleicht sich ins Zimmer und bedrängt und belästigt ihn. Bringt Lukas den Vorfall wohl zur Anzeige? Nö.
Tatsächlich nicht. Warum? Ja, weil da auf jeden Fall wahrscheinlich mehrere, da hängen mehrere Personen mit drin. Ich kenne die Geschichte natürlich. Es ist dann der Freund von einer Freundin und diese Person ist auch mit anderen Personen aus dem Freundeskreis befreundet und natürlich heißt es dann von allen Seiten, nein, mach's nicht und lass es und lass uns auch lieber so nochmal drüber reden. Hat er sich dann schon bei dir entschuldigt? Kann das denn wirklich so sein? Hast du nicht vielleicht ein bisschen überreagiert? Das waren halt alles Sätze, die er die ganze Zeit hören musste und ich meine, egal wie verletzt man nach diesem Vorfall ist, man möchte nach diesen Kommentaren bestimmt keine Anzeige erstatten. Das glaube ich nicht. Mhm. Also ich glaube, das entmutigt einen halt ungemein, ne? Auf jeden Fall. Also Anni hat das eigentlich schon ganz gut zusammengebracht. Es ist halt so, es ist im Freundeskreis. Ich habe mit vielen FreundInnen darüber gesprochen und die Situation auch geschildert. Aber es ist halt tatsächlich so, es ist immer noch ein Freund von einer Freundin. Und da ist es natürlich extrem schwer, was zieht es dann auch für die Person hinter sich. Und ich bin mir bis heute weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung war, keine Anzeige zu machen. Zählt ja dann auch mit in die Statistik und ist dann vielleicht auch, die Situation klärt es natürlich nicht. Ich habe auch bis heute tatsächlich nur per SMS eine kurze Nachricht erhalten. Und ansonsten kam da auch wirklich nicht mehr viel und die Person hat dann auch irgendwann davon erfahren, dass ich überlege, zur Polizei zu gehen. Daraufhin kam dann der Text. Was stand denn in der Nachricht? In der Nachricht stand so, hey, das tut mir leid, was passiert ist. Und vielleicht wollen wir uns dann nochmal irgendwie sehen, aber ich persönlich hatte überhaupt gar nicht das Verlangen oder den Drang, diese Person nochmal zu sehen und ein Gespräch zu führen. Weil ich von meiner Seite tatsächlich auch nicht wirklich noch irgendwie was zu sagen habe. Ich muss mit diesem Vorfall einfach selbst klarkommen. Und ich denke auch, dass das, glaube ich, nochmal so ein bisschen was aufreißen würde. Für mich ist es dann natürlich auch so eine Sache, okay, wenn ich jetzt zur Polizei gehe, wie stehe ich dann auch am Ende da? Das ist tatsächlich auch eine meiner Ängste, dass ich dann irgendwie so ein bisschen als Person dastehe, die ein bisschen überreagiert hat. Ja, das ist tatsächlich auch meine Angst, dass es nicht ernst genommen wird. Anni, was glaubst du, was hätte sich Lukas von seinen Freunden gewünscht? Direkt ernst genommen zu werden und Lukas nicht direkt Gegenfragen zu stellen im Sinne von, ja, übertreibst du nicht eventuell? Hast du das vielleicht falsch interpretiert? Du warst doch ja auch nicht ganz nüchtern. Da fielen halt tatsächlich so ein paar Kommentare und auch ich war selbst nicht der Erste, der dann da saß und meinte, alles klar, lass uns das aufklären, lass uns was dagegen machen. Auch ich war natürlich, weil ich diese Person kenne und sie auch persönlich kenne, mega überrascht und hatte erstmal das Bedürfnis, mir beide Seiten anzuhören, anstatt erstmal Lukas zu glauben, der in dem Fall ja tatsächlich die Person ist, die Schaden davon getragen hat. Ja, und ich glaube, das wäre beim nächsten Mal auf jeden Fall angebracht und da habe ich auch bis heute immer noch ein schlechtes Gewissen. Und auch immer noch meine Schwierigkeiten damit umzugehen. Hm. Ja. I know, aber ich meine, vielleicht ist es ja, ich meine, gut, ich muss auch sagen, bei mir war das, ich habe auch gebraucht, irgendwie das irgendwie zu verarbeiten und zu verstehen, dass, was da eigentlich passiert ist. Also es war auch am nächsten Tag, habe ich das noch nicht so wirklich realisiert und es kam erst so Stück für Stück, dass da wirklich jemand jetzt gegen meinen Willen einfach in meine Privatsphäre eingegriffen ist. Ja. Ja, das hat ja tatsächlich auch kurz einen Moment gebraucht, bis du dann ja wirklich erzählt hast, was passiert ist. Ja. Sind deine Freunde dann noch mit dem Täter befreundet? Ja. Und wie fühlst du dich damit? Nicht gut. Nicht gut. Andi, möchtest du Lukas gerade noch etwas fragen zum Thema sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung, Sexismus? Gerade nach der letzten Thematik, die jetzt stattgefunden hat, möchte ich eigentlich eher sagen, dass es den Umgang meinerseits, wie er so stattgefunden hat, kein zweites Mal so geben wird. Ja. Das eigentlich. Mega. Habt ihr heute was übereinander
seid ihr euch näher gekommen, habt ihr euch besser kennengelernt? Auf jeden Fall, ich denke. Definitiv. Ja. Ich glaube, Andi hat noch mal so einen kleinen Einblick bekommen, was bei mir manchmal so im Kopf los ist, beziehungsweise auch die Sicht von einer schwulen Person im Alltag. Also ich weiß ja relativ viel, dachte ich. Scheinbar reicht es ja immer noch nicht. Eben gerade hast du mich dann ja trotzdem direkt bei Frage 1 korrigiert. Jetzt nähern wir uns ja 10 so langsam an. Wir haben es fast geschafft.